Hallo ihr! Ich stelle euch heute die App Instagram vor. Mit dieser App könnt ihr Fotos und Videos mit euren Freunden teilen. Wenn ihr die App öffnet, seht ihr erst einmal alle Bilder und Stories von den Nutzern, denen ihr folgt. Hier könnt ihr auch ein Bild oder Video hochladen und dabei auswählen, ob ihr direkt eines aufnehmt oder eines aus eurer Galerie wählt. Im Bearbeitungsfeld könnt ihr einstellen, welcher Ausschnitt des Bildes gepostet werden soll und es anschließend mit Filtern verschönern und weiter bearbeiten. Wenn ihr das Bild hochgeladen habt, erscheint es auf eurem Profil und im Feed aller Leute, die euch folgen. Aber Achtung, das Bild kann auch von Fremden gefunden werden. Um die Kontrolle darüber zu behalten, wer eure Bilder sehen darf, könnt ihr euch über die Einstellungen ein privates Konto anlegen. Dann müssen alle, die eure Bilder sehen möchten, euch erst eine Anfrage schicken und ihr könnt entscheiden, ob sie euch auch folgen dürfen oder nicht. Wo ihr die Einstellungen findet, zeige ich euch später im Video. Ihr könnt auch Bilder oder Videos zu eurer Story hinzufügen. Dafür könnt ihr direkt mit der App die Umgebung aufnehmen oder eine Datei aus der Galerie hochladen, die nicht älter als 24 Stunden ist. In der Story bleibt der Post genau 24 Stunden verfügbar. Posts in der Story könnt ihr mit Text, Stickern oder Filtern verschönern. Wer eure Story gesehen hat, könnt ihr links unten, wenn ihr auf das Auge tippt, erkennen. Falls ihr ein Foto nur einer Person und nicht allen Kontakten zeigen möchtet, könnt ihr dieses unter Instagram Direct, dem Papierflieger-Symbol, an den entsprechenden Freund senden. Dort könnt ihr auch private Nachrichten verschicken. Neben der Startseite findet ihr die Erforschen-Seite, auf der alle Bilder sind, die bei anderen Nutzern besonders beliebt sind. Wenn euch jemand folgen möchte, ein Bild von euch geliked oder kommentiert wurde oder ihr irgendwo markiert wurdet, erhaltet ihr unter dem Herzsymbol eine Benachrichtigung. Ganz rechts könnt ihr euer eigenes Profil sehen und dort auch auf die Einstellungen klicken. Hier könnt ihr ganz einfach einstellen, ob ihr ein privates Konto haben möchtet. Instagram darf laut AGB ab 13 Jahren genutzt werden. Ganz wichtig, achtet darauf, dass ihr keine intimen oder peinlichen Bilder hochladet. Zudem solltet ihr euch über mögliche Gefahren im Hinblick auf den Datenschutz vorher genau informieren. Die Infos dazu findet ihr auch im Apps- und Ups-Bereich auf www.handysektor.de. Euch jetzt noch einen schönen Tag und bis bald.